Die Hochzeit zu Kana als Zeichen. Der Evangelist und Apostel Johannes erzählt von vielen Wundern, die Jesus vollbracht hatte. Er hat Tote auferweckt, Kranke geheilt, Hunger gestillt. Das erste Wunder geschah in Kana in Galiläa. Jesus, seine Mutter und seine Jünger waren dort zu einer großen Hochzeit eingeladen worden. Der Wein, ein wichtiges Getränk beim Feiern, ging aus. Jesus ließ große Wasserkrüge, die zur rituellen Reinigung bestimmt waren, mit Wasser füllen. Diener schöpften daraus. Das Wasser war zu gutem Wein verwandelt worden. Johannes nennt dieses Wunder ein Zeichen. Die Theologen bieten uns mehrere Deutungen an, was Jesus den Hochzeitsgästen damals und uns heute zeigen wollte. Vergleiche mit dem Brotvermehrungswunder, auch mit dem Abendmahl werden gezogen. Auf die angebrochene Heilszeit wird verwiesen. Allen Erklärungen aber ist gemeinsam, es war ein Freudenmahl. Der Wein von Kana steht für Fest und für Lebensfreude. Nicht umsonst finden wir in der Bibel immer wieder die Aufforderung, freuet euch. Es muss nicht nur die künftige himmlische Freude damit gemeint sein. Trotz aller Not, aller Mühen und Schwierigkeiten bietet uns auch das jetzige Leben genügend Freude. Wir freuen uns im Lebenslauf, im Wechsel von Arbeit und Entspannung. Gewiss ist uns nicht immer zur Heiterkeit und zum Lachen zumute. Manchmal brauchen wir auch die Stille, die Besinnung. Aber wir Christen dürfen die hohen Zeiten, die heiteren Anlässe umso lieber annehmen und uns in geselliger Gesellschaft unseres Lebens freuen. Ich feiere gerne mit der Familie oder mit Freunden und ich freue mich schon auf den nächsten Festtag, wenn wir wieder das Glas erheben und zum Wohlsein wünschen dürfen.